الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Meine liebe Geschwister, heute sprechen wir über Demut im Gebet. Meine liebe Geschwister, Demut, und was lässt dich wissen, was Demut ist? Demut, meine Geschwister, hat die gleiche Bedeutung wie Unterwerfung, doch die Unterwerfung drückt sich im Körper aus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, wenn wir wollten, könnten wir vom Himmel ein Zeichen auf sie hinabsenden, ein Zeichen runterschicken, sodass sich ihren Nacken dauernd davor unterwerfen, yani unterwürfig bleiben. So ist das Unterwerfen im Körper, meine Geschwister, was jedoch die Demut anbetrifft, so findet sie im Hören. In Demut findest du in verschiedenen Angelegenheiten. Im Hören, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Stimmen senken sich im Demut vor dem Al-Abamah, so dass du nicht hörst, außer flüstern. Was die Demut anbetrifft, so findet auch sie im Körper statt. Wie Ibn al-Musayyib, rahimahullah, sagte, wenn das Herz von Demut erfasst wird oder würde, so besaßen seine Körperteile ebenfalls Demut. Ebenso finden sie in den Blicken, auch in den Blicken statt. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, mit demütigen Blicken bedeckt mit ihrer Erniedrigung. Das ist Yawm al-Qiyamah. Die Demut, oh meine Geschwister, wird im Buch Allah in 5 Bedeutungen aufgezählt. Erstens, Unterwerfung in Unterwerfung. Die Stimmen senken sich mit Demut vor dem Alabama, sodass du nicht hörst, außer flüstern. Das heißt, sie haben sich unterworfen in diesem Fall. Zweitens, die Stille. Die Stille und die Ruhe. Das, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem im Gebet demütig sind. Drittens, die fortfahrende Furcht. Ein Muslim, ein Mu'min, muss fortfahren, Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala haben. Allah azza wa jalla beschreibt sie. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begierden und Ehrfurcht anzurufen. Und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Viertens, die Bescheidenheit und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Freilich schwer, nicht für die Demütigen. Fünftens, die Trockenheit und Verhärtung. Allah beschreibt das auch, zu seinem Zeichen gehört es, dass du die Erde demütig siehst. Wenn wir aber Wasser auf sie hinabkommen lassen, regt sie sich und schwillt. Meine liebe Geschwister im Islam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte diese Umma vor Demut, warnte diese Umma insbesondere in der Phase der Endzeit vor der Unterlassung der Demut. So wird in dem Hadith von Shaddad ibn Aus radiallahu anhu bei At-Tabari berichtet, das Erste, was von dieser Umma aufgehoben wird, ist die Demut. Die Demut ist in Wirklichkeit die wahre Anbetung. Wenn du demütig bist, dann betest du wirklich Allah an. Besitzt du keine Demut, dann ist deine Anbetung oberflächlich. Die Demut, meine Geschwister, die wir in unseren Anbetungen vermissen, im Rezitieren des Koran, in unseren Erwähnungen, Ad-Dhikr bei Allah subhanahu wa ta'ala, in unseren Gebeten, auf welchem Weg können wir, meine Geschwister, Demut erlangen? Auf welchem Weg? Ja, wie können wir das erreichen? Welche Wege und welche Möglichkeiten sind vorhanden, mit denen der Diener die Demut erlangen kann? Erstens, was der Diener wissen muss, jeder muss es wissen, du und ich, ist, dass ihm das gleiche Ausmaß an Demut entgehen wird, wie das Ausmaß an Belohnung und jedem gemäß seines Strebens. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie im Musnad und Sunan Abi Dawud berichtet wird, der Mensch schließt seine Gebete ab, yani beendet seine Gebete mit einem Zehntel, einem Neuntel, einem Achtel, einem Siebtel, einem Sechstel, einem Fünftel, einem Viertel, einem Drittel
oder die Hälfte an Belohnung. Ja, du hast deine Gebete beendet und bekommst nur Zehntel der Belohnung. Oder Neuntel, oder Achtel, oder sogar halbe Belohnung. Warum? Weil wir die Gebete nicht so verrichten, wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns von uns sehen möchte. So entspricht das Ausmaß des Verlusts der Demut, der Vergebung der Sünden, um nicht zu sagen, dass sie gar nicht mehr stattfinden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie in Sahih Muslim überliefert wird, wenn die Zeit eines vorgeschriebenen Gebets kommt und ein Muslim die Waschung gut verrichtet und sein Gebet mit Demut und Verbeugung verrichtet, so wird es eine Buße für seine letzte Sünde sein, solange es keine große Sünde, solange er keine große Sünde begangen hat. Und dies gilt für alle Zeiten, berichtet von Muslimen. Der zweite Weg, der dich zur Demut führt, ist den Propheten sallallahu alaihi wasallam und unsere rechtschaffene Vorfahren als Vorbilder zu nehmen. Das ist etwas sehr Wichtiges, meine Geschwister, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild und die rechtschaffenen Vorfahren als Vorbilder. Und lass dir nicht einreden, etwas anderes, was rechtschaffene Vorfahren anbetrifft. Von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde beim Abu Dawud und An-Nasa'i überliefert, dass Abdullah ibn Ash-Shikhir sagte, ich kam beim Propheten sallallahu alaihi wasallam hinein, als er betete, während von seiner Brust aufgrund seines Weinen ein Geräusch zu hören war, wie brodelndes Wasser in einem Kessel. Das brodelnde Wasser, so hat er in der Brust vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Wie die Leute eines Kochtopfs mit dem Wasser gefüllt und am Brodeln ist. Und dies war das Geräusch der Brust des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er betete. Unsere rechtschaffenen Vorfahren, wie waren sie? Das war jetzt der Lehrer, der Prophet. Man kann sagen, das war ein Gesandter, ein Prophet. Nein, das war ein Prophet und ein Gesandter. Aber er hat auch Schüler. Wie waren sie? Waren sie auch so geprägt? Unsere rechtschaffenen Vorfahren, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, wie Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Wenn er die Aussage des Erhabenen gelesen hat, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist? Das hat er gelesen. Und die Gläubigen, auch wir sind wir Gläubigen. Wenn wir das lesen, erwidern wir das Gleiche wie Ibn Umar, der vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erzogen wurde. Was sagte er, meine liebe Geschwister? Gewiss, o Herr, selbstverständlich, mein Herr, wenn ich ein Gläubiger bin, dann muss ich auch Demut haben vor dich, vor Allah subhanahu wa ta'ala, der mich erschaffen hat und der mir auch die Kraft gegeben hat und der mir Luft zum Atmen gegeben hat und alle Dinge, die ich genießen darf. Vor wem soll ich dann Demut haben, wenn nicht zuerst bei ihm subhanahu wa ta'ala? Und Waqi' rahimahullah erzählte über ihn in seinem Buch As-Suhd. Er hat ein Werk, heißt As-Suhd. Und As-Suhd ist das, was bei Salaf bekannt ist. Dass Abdullah ibn Umar eines Tages Surat al-Mutaffifin las, als er bei der Aussage der Erhabene kam, am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Was ist dann mit ihm passiert? Brach er in Tränen aus und konnte die Sura nicht beenden. Diese Seelen, meine liebe Geschwister, waren rein, sauber und gottesfürchtig. Und zu den Wegen, die dich zur Demut führen, gehört, dass der Diener wissen muss, dass wenn ihm etwas von der Demut entgangen ist, so ist er in das Verbrechen des Diebstahls gefallen. Subhanallah al-Adim. Selten hören wir so etwas. Das heißt Diebstahl. Jedoch nicht in das Entwenden von anderen, yani nicht die anderen zu bestehlen. Vielmehr ist es den Entwenden bei sich selbst. Bei sich selbst. Und bei jedem von uns bewahrheitet sich diese Eigenschaft im Gebet. Jeder von uns wird sich irgendwann erwischen, er hat bestimmte Sachen verkürzt. Subhanallah al-Adim. Wenn die Demut ihn verlässt, meine liebe Geschwister, Ibn Mas'ud, in Musnad, Imam Ahmad wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich gesagt hat, der schlimmste Dieb ist derjenige, der von seinem Gebet stiehlt.
Es wurde gefragt, wie Urgesandter Allah. Dieser antwortete, nämlich der Prophet, er vollendet weder sein Rukur, seine Rukur sind nicht vollständig, noch seine Sujud sind nicht vollständig, noch sein Demut ist nicht vollständig oder gar nicht vorhanden. Und genau das liebt der Shaitan, meine Geschwister, dass die Demut vom Gebet des Dieners verschwindet. Darum wurde im Hadith von Aisha radiallahu anha, wie im Sahih Muslim überliefert wurde, gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er nach Bewegungen im Gebet, und ganz ehrlich, meine lieben Geschwister, schaut mal die Geschwister und alle, alhamdulillah, wollen die Nähe Allah. Schaut sie an, wie viel Bewegung sie machen. Einer juckt seine Nase, sein Ohr am Auge, fährt seine Haare. Wenn er damit beschäftigt, wo ist dann sein Herz? Wo ist sein Herz? Der Prophet sagte darüber, über Bewegungen und Unaufmerksamkeit. Dies ist eine Unterschlagung, die der Scheitan vom Gebet des Dieners unterschlägt. Der Scheitan beschäftigt dich, damit du ja nicht deine Belohnung komplett bekommst. Er beschäftigt, er lenkt dich ab, er flüstert dir ständig was. Damit solltest du auch dann diese Anstrengung bei dir annehmen, damit du so nah wie möglich zu Allah subhanahu wa ta'ala kommst. Und der Scheitan so weit wie möglich von dir auch dann deportiert wird und nicht in deiner Nähe bleibt. Und zu den Wegen, meine Geschwister, die dich zur Demut führen, gehört, dass der Diener wissen muss, wenn er den Takbir ausspricht, wenn er sagt, Allahu Akbar, hört er das Wort Allahu Akbar, Allah und Akbar, subhanahu wa ta'ala. Die Kenntnis haben muss, das heißt, er muss wissen, dass Allah über alle Dinge groß ist. Also du nennst ihn, subhanahu wa ta'ala, und wo ist dein Herz, mein lieber Bruder und meine liebe Geschwister? So darf sich sein Herz nicht derartig zuwenden, das heißt, er sich dann abwendet von Allah. Aus diesem Grund sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn sich einer von euch im Gebet befindet, unterhält er sich mit seinem Herrn, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, dann redest du mit Iyaka na'budu, Iyaka ya Allah a'budu, Iyaka ya Allah asta'in, bika asta'in, ihdina, dann bittest du, dann redest du mit Allah subhanahu wa ta'ala, das sollst du wissen, das soll bei dir im Bewusstsein immer wohnen, ob du in der Moschee oder zu Hause, du triffst Allah subhanahu wa ta'ala. Du stellst dich vor Allah Azza wa Jal, benutzt seine Versen, benutzt seine Dua vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alles, das muss im Bewusstsein sich umwandeln, barakallahu fi. Wenn sich einer vor euch im Gebet befindet, unterhält er sich mit seinem Herrn, so soll er wissen, was er sagt. Wer sagt das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Einige von uns, meine Geschwister, haben bezüglich der Demut im Gebet Mängel. Manche sogar überhaupt kein Demut. Vielleicht manchmal nur aus Traditionen, nur aus Gewohnheit. Vielleicht vergisst ihr auch, was er rezitiert hat. Die ganze Sura, subhanallah. Warum, mein lieber Bruder? Warum? Was hindert dich daran, die Aufmerksamkeit zu schenken? 7 Minuten, 8 Minuten für Allah subhanahu wa ta'ala. Denk darüber nach. Du schadest dir nur selbst, niemand anderes. Wir beschleunigen unsere Gebete, damit wir unsere weltlichen Angelegenheiten vollenden. Damit wir sofort, wenn einer beendet, zieht er sein Handy und guckt, ob einer was geschrieben hat. Subhanallah. Ist das das Ergebnis? Eigentlich das Gebet soll dich begleiten, vom Gebet zu Gebet, die Erinnerung an Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergisst. Die Beziehung zu Allah azza wa jalla pflegst. Deinen Stand bei Allah subhanahu wa ta'ala verbesserst. Deine Stellung erhoben wird durch Allah Azza wa Jalla mit seiner Barmherzigkeit. Und dabei haben wir vergessen, dass derjenige, der sämtliche Angelegenheiten der Schöpfung besitzt, derjenige ist, mit dem wir uns unterhalten. Wie können wir uns erlauben, meine lieben Geschwister, uns von ihm abzuwenden? Wie kann es sein, ernsthaft, jeder für sich, wie kann es sein, dass ich mich von Allah abwende? Wie kann es sein? Wie ist das überhaupt zu begründen?
Wie will ich das morgen vor Allah Azza wa Jal erklären? Gebet, was mich jeden Tag aufs Neue immer wieder praktizieren muss. Und zu den Wegen, die dich zur Demut führen, gehört, dass der Diener im Gebet des Todes gedenkt. Des Todes gedenkt. Bei Ibn Daylami wird überliefert, dass Ibn Hajar rahimahullah hat es für Hassan erklärt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, gedenkt des Todes im Gebet. Denn wenn der Mensch des Todes im Gebet gedenkt, bemüht er sich, sein Gebet auf eine gute Art und Weise zu verrichten. Und darum sagt er, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, wenn du betest, so bete das Gebet, als wäre das Letzte. Als wäre das Letzte. Stell dir vor, meine liebe Geschwister, stell wir uns das vor, dass jeder von uns, wenn er sein Gebet beginnt, die Gewissheit hat, dass dieses Gebet, das er gerade verrichtet, sein Letzte sein könnte. Und dass der Tod nach diesem Gebet kommt. Wie würde sein Zustand in diesem Gebet sein? Wie wird es sein? Dann wird er versuchen, das Beste herauszugeben, was er nur besitzt. Und zu den Wegen, die dich zur Demut führen, gehört, dass der Diener die Anbetung des Herzens, dass der Diener die Ablenkung des Herzens verringert. Das, yani, nicht heute auf morgen, sondern jedes Mal arbeitest du daran, dass das, was dich ablenkt, immer weniger wird. Immer weniger wird. Das fängt vielleicht beim Wudu an. Ja? Hassan ibn Ali radiallahu anhu, wenn er Wudu gemacht hat, meine liebe Geschwister, wurde er blass. Man hat ihn gefragt, warum wirst du jedes Mal blass, wenn du Wudu machst? Dann sagt er zu ihm, weißt du nicht, vor wem ich mich jetzt stellen werde? Wisst ihr nicht, vor wem ich mich jetzt stelle? Vielleicht beim Wudu, das zu vergegenwärtigen. Und dann beim Sunan Salah, als Vorbereitung im Hauptgebet, bist du komplett da. Mit deinem Herzen und deiner Seele und deinem Verstand. Und dein Körper spiegelt die Demut aus, was in deinem Herzen stattfindet. Denn wann immer am Diesseits mit dem Jenseits konfrontiert, wenn einer das konfrontiert und jemanden mit einem Bewusstsein lebt, verliert im Herzen das Wert. Man stellt fest, in Dunya ist es nicht wert, zu vergleichen mit Al-Akhirah. Und dies ist eine sichtbare Angelegenheit. Wir veranlassen von niemandem, meine Geschwister, dass er sich vom Diesseits abwenden soll. Keineswegs, dies wäre ein Wünschtum, dass der Islam nicht will. Aber er beschäftigt sich mit dem Diesseits, bis das Ausmaß erreicht wird, dass er beim Beginn des Gebets nicht mehr weiß, ob das Gebet beendet ist, bis er den Imam hört, der sagt, Assalamu alaikum. Einige der Sahaba, radiallahu anhum, gehören zu den wohlhabendsten Menschen. Sie waren reich. Überleg mal, sie waren reich. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, gehörte zu jenen, für die das Paradies bezeugt wurde und somit auch zu den wohlhabendsten Sahaba, radiallahu anhum. Jedoch hat ihn das Diesseits nicht von seinen Anbetungen abgelenkt. Subhanallah, Nadim. Das waren Menschen. Al-Dhahabi, rahimahullah, erzählt in seinem Werk von Abdullah ibn Zubair, radiallahu anhu. Er sagte, wenn du ihn in der Nacht beten gesehen hättest, würdest du sagen, dieser Mann will auf gar keinen Fall das Diesseits, yani diese Welt. Und wenn du ihn tagsüber gesehen hättest, wie er sein Geschäft ausübt, würdest du sagen, dieser Mann will auf gar keinen Fall das Diesseits. Sie haben weder das eine aufgegeben, noch das andere aufgegeben. Denn es kommt darauf an, also darauf zu achten, auf die Ausgewogenheit, das Gleichgewicht darauf zu achten. Nicht Dunya hinterher häscheln und Allah vergessen. Das ist im Islam nicht gewollt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern trachte mit dem, was Allah dir gegeben hat, nach der jenseitigen Wohnstätte. Ah, und er sagt da was? Vergiss aber auch nicht deine Anteil am Diesseits. Vergiss nicht Diesseits. Viele Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Sie denken, dass sie, wenn sie von Ämtern bezahlt werden und zu Hause bleiben, dass sie tatsächlich etwas Gutes machen. Das ist ein schlechtes Vorbild. Das gehört nicht zu einem Muslim. Al-Yadul-Ulya, sagt der Prophet,
Die gebende Hand ist besser als die empfangende Hand. Und ein Muslim al-Qawi, ein starker Muslim, khairun min al-Muslim al-Da'if, wa fi kulli khair. Guck mal, meine Geschwister. Niemals abhängig, sondern steh auf, du bist jung. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Energie und Kraft, vergeude sie nicht. Al-Ibada kannst du trotzdem. Bist du besser als Sahaba radiallahu anhu? Bist du besser als sie? Sie sind auch ausgewandert und waren in fremde Länder und sie waren bekannt als Geschäftsleute und sie haben die Barmherzigkeit getragen und diese Islam verkörpert und den Menschen näher gebracht und haben ihnen geholfen. Subhanallah, das ist die Religion als vollkommen. Bildung, meine Geschwister, ein junger Muslim, eine junge Muslimin soll sich der Bildung nicht entfernt halten. Soll die Bildung aber Al-Ibada, Achi, genauso. Und beide müssen islamkonform sein. Und nicht deine ganze Zeit von deinem Tag, kostbare Zeit, totschlägst. Und dann gehst du nach Hause, sozusagen, als wärst du ein Mann. Wenn das Bild von einem Mann ist. So sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er im Dua war. Wenn er im Dua war. Nämlich, was Al-Khushu' anbetrifft, sagte er, ich suche Zuflucht bei dir vor einem Herzen ohne Demut. Ich suche Zuflucht bei dir, O Allah, vor einem Herzen, der kein Khushu hat. Denn wenn ein Herz nicht demütig ist, was passiert mit dem Auge? Das Auge tränt nicht, meine liebe Geschwister. Aus diesem Grund hat Ibn al-Qayyim rahimahullah gesagt, dass keine Strafe traf den Diener so gewaltig, eine harte Strafe traf den Diener so gewaltig, wie die eines harten Herzens, wenn einer hartherzig ist. Der Islam ist barmherzig, bevor man von Hartherzigkeit spricht. An erster Stelle ist die Barmherzigkeit, bevor man von Hartherzigkeit spricht. Meine liebe Geschwister im Islam, Ibn al-Qayyim erwähnt in seinem Buch Al-Wabil al-Sayyib, dass es Erwähnung beinhaltet. Er, rahimahullah, erzählt, dass die Menschen im Gebet in 5 Stufen eingeteilt werden. Und meine lieben Geschwister, lasst uns eine gerechte Betrachtung ziehen, zu welcher Kategorie wir gehören, du und ich. Lasst uns einfach ehrlich mit uns umgehen. Er, rahimahullah, sagt, der Mensch ist im Gebet in fünf Kategorien eingeteilt. Entweder als Bestrafer, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft ihn für das Gebet. Oder als Buße, das heißt, dieses Gebet vergibt Allah, durch das Gebet, Allah vergibt ihm. Oder als Belohnung, Allah belohnt ihn durch das Gebet. Oder als Nahestehender, und dies ist, wenn Allah ihn aufgrund seines Gebets zu den Nahestehenden gehören lässt. Yani am nahesten zu Allah, weil seine Gebete vollkommen ist. Was bedeutet das? Die erste Stufe. Wer nicht aufmerksam ist im Wudu, yani in Abdest oder Wudu oder Waschung, Wudu, in den Säulen und in den Säulen oder Pflichten, Säulen des Gebets, Säulen und Pflichten, so ist dieser zu bestrafen, weil er unaufmerksam seine Gebete verrichtet. Zweitens, derjenige, der mit den Säulen und Pflichten kommt, er praktiziert sie, jedoch von dem Zeitpunkt an, in dem er zu beten beginnt, bis zu seiner Beendigung, weiß er nicht, was er gesagt hat, was er getan hat, bis er den Imam hört, der sagt, Assalamu alaikum. Dieser ist zu bestrafen. Dritte Stufe, derjenige, der mit seinen Säulen und Pflichten kommt, jedoch vor dem Zeitpunkt des Beginns seines Gebetes steht er in Konflikt mit seinem Scheitan. Er kämpft mit seinem Scheitan. Ständig stört er ihn. Und er ist ständig im Kampf mit ihm. Was geschieht mit diesem? Er will nicht, dass sein Herz von dem Gebet geht. So ist er im Kampf mit seinem Nefs und sein Gebet zu vervollständigen. Er, rahimahullah, sagt nämlich Ibn al-Qayyim, dieser ist es, dem vergeben würde. Allah vergibt ihm für seine Anstrengung. Vierte Stufe, er sagt, das ist derjenige, der mit den Säulen, Bedingungen und Pflichten kommt und demütig ist. Und er, rahimahullah, sagte, er ist der Belohnende, er wird belohnt. Und fünftens, meine liebe Geschwister, das ist die höchste Stufe, von der wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass er uns zu ihr gelangen lässt. Und er, rahimahullah, sagt, dies ist derjenige, der mit seinen Säulen, Pflichten und Bedingungen kommt, demütig darin zu sein. Er kommt mit den Pflichten und Säulen und Bedingungen und auch demütig
Und er vergegenwärtigt, noch eins dazu, er vergegenwärtigt sich Allah, dass er vor ihm steht. Das ist ein Ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tara, dass du Allah anbetest, als würdest du ihn sehen. Ja, und er vergegenwärtigt sich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er vor ihm steht, subhanahu. Jedoch stellt er sich das Bewusstsein, dass er Allah subhanahu wa ta'ala vor ihm ist. Jedoch kam er mit diesen Dingen und hat sich Allah vergegenwärtigt, und er, rahimahullah, gehört zu den nahestehenden Allah. Yani al-muqarrabin. Sie sind nahestehende Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Angelegenheit, meine Geschwister, was Demut anbetrifft, ist äußerst wichtig. Äußerst wichtig in unseren Anbetungen. Das wissen wir alle, dass wir auch demütig. Aber arbeiten wir dafür, versuchen wir tatsächlich demütig zu sein in unseren Worten, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Umgang. Demut. Wenn ich mit einem kleinen Kind, habe ich trotzdem Demut. Und war das ein kleines Geschöpf. Ich versuche ihm etwas zu vermitteln. Mit einem Menschen, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Geschwistern, mit der Dawa, mit der Älteren, mit Jüngeren. Als allererste Stelle mit Allah subhanahu wa ta'ala, und das im Gebet. Damit Allah azza wa jalla dich segnet, meine liebe Geschwister, dein Herz segnet, dein Verstand segnet, dein Körper segnet, dein Vermögen segnet, deine Frau segnet, deine Kinder segnet, all die nachher das Segen auch dann unterstellt sind und Allah segnet sie. Wenn du, meine liebe Geschwister, wenn wir alle versuchen tatsächlich demütig in unseren Angelegenheiten, und so waren Propheten und Gesandten und die Rechtschaffenen, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihre Nachkommenschaft auch geschützt. Du hast einen Sohn, du hast eine Tochter. Allah wird dich inshallah mit Enkeln bereichern, dass auch dein Enkel rechtschaffen ist. Durch dein Verhalten, durch dein Umgang. Demut ist ein Riesengebiet, ein großer Reich. Aber wir trauen uns nicht da rein. Denn das Scheitan lenkt uns ab. Jeder soll diese Angelegenheiten mit sich auseinandersetzen und zu sich ehrlich sein, meine lieben Geschwister, denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in uns vorgeht. Ala wa sallu wa sallimu arhamukum Allah ala man ballagha al-balagha al-mubin wa hada an-nas ajma'in ila sirati Allahi al-mustaqim nabiyukum al-mustafa kama amarukum bidhalika rabbukum jalla wa ala فقال سبحانه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين اللهم ارض عنا معهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.